Da bin ich mal gleich gespannt, ob da Späne rauskommen oder nicht. Die neue Generation, Baujahr 2021. Oh ja, alle. Und nie billig den Diesel bekannt, ne? Willkommen bei den Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist der Ivi da, unser Arztbruder. Der will eine Inspektion bei seinem Touran machen. Ivi! Ivi, bist du wieder frisch von der Arbeit gekommen oder was ist los hier? Nein, ich bin nicht frisch von der Arbeit gekommen. Bevor die Leute wieder sagen, du arbeitest mit den Arztklamotten. Das ist mein Eigentum. Es hat sich bei der Feuerwehr oder beim Rettungsdienst geändert, dass man halt andere Reflektoren haben muss. Deswegen, das sind meine Privatsachen. Bevor ich die wegschmeiße, benutze ich die halt für solche Arbeiten. Also das liebe ich mal, Bruder. Ne? Guckt euch mal die Starterbatterie an. Ne? Ihr könntet gleichzeitig auch im Auto starten damit. Ja. Aber was ist das? Ja, ich besorge dir eins. Weißt du, ich habe so viele Anfragen. Was denn für Anfragen? Hier mit Lichtern und so. Ja, ich kann die gerne testen. Ich mache dir das, okay? Nächstes Mal nehme ich extra für dich die an. Gerne. Ja. Ehrlich, ich nehme die nie an, weil, weiß ich nicht, ich finde die einfach nicht so, Also bei Schrauben. Geilste, was es gibt. Ja, für dich, aber ich muss beim Schrauben nicht sowas im Kopf haben. Was ist das für ein Auto hier? VW Touran. Die neue Generation, Baujahr 2021, also eigentlich der T6 für Arme, 2 Liter TDI Evo Motor mit der Doppeleinspritzung, 7-Gang DSG Getriebe, Nasskupplung, und ich mache heute die große Inspektion mit Getriebeölwechsel, Ölwechsel, eigentlich das komplette Programm. 100 pro Buch darüber wieder gekauft und alles wieder durchgelesen hier, bin ich mir sicher. Wusstest du, dass hier eine Ablassschraube für den Ölfilter gibt, damit das Feuer nicht sauert? Sauerei gibt? Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Danke, dass du mir sowas beibringst. Gerne. Hat der eigentlich Öl? Nee, der hat kein Öl, der fährt trocken. Das ist eine Trockensumpfschmierung. Ja. Diese Abdeckung von VW hier, wow. Nice and shiny. Yeah, das sieht gut aus. Yes. Jetzt fragt er mich bestimmt noch, was das? Das was ist das? Die Pumpe fürs Wasser. Der hat ja 2 Kreislaufsysteme für den Kopf und Dings unterschiedlich gepumpt, damit er schneller warm wird, auf Betriebstemperatur kommt. Ja, und für den Ladeluftkühler. Und für den Ladeluftkühler, genau. So ist es. Ja, Öl hast du abgelassen? Öl habe ich abgelassen. Was hast du denn alles geholt? Sortier die doch mal hier, Kollege. Ja. Was ist denn los mit dir? 60.000 ist der gelaufen? 61 und ein paar zerquetschte, ja. Okay. Und Baujahr 2000? 21. August 21. Schönes Auto, ne? Ja. Neues Auto. Schön, mein Bruder liebt ja solche Autos. Ja. Ich habe mir auch vorgenommen, bei 150.000 das gleiche bei dem zu machen. Was? Ansaugbrücke abbauen, einmal halt die Einlasskanäle sauber machen. Ja, aber bei dir ist das ein bisschen problematisch, weil du ja den Ladeluftkühler auch da hast, ne? Das ist ja alles in einem eingebaut. Also naja, Ladeluftkühler plus. Das ist ja blöd bei dir, deswegen. Du machst einmal Luftfilter. Hier haben wir einmal Getriebe, Getriebeöl und dein Filter, DSG-Getriebe, ne? Was ist das für ein Filter? Kraftstofffilter, okay. Genau. Da haben wir Öl. Filter, ja. Diagnosegerät hat er auch gebraucht. Wozu hast du Diagnosegerät gebracht? Ja, weiß ich nicht, hast du letztes Mal nachgefragt. Die geilste Geschichte, ich schenke meinem Bruder ein Diagnosegerät, ne? Damit er in der Türkei, falls ihm was passiert, da immer halt was machen kann und nicht irgendwie in die Werkstatt gehen muss. Und dann ruft er mich an. Meine Motorleuchte brennt, was kann das sein? Ich so, du hast doch einen Diagnosetester, liest doch aus. Was hast du dann gesagt? Es liegt in Deutschland, zu Hause. Shell, ne? Einfach Shell-Öl. Echt? Ja. Kommst du noch? Shell ist gutes Öl, ne? Ach, Shell. Aber du hast ja noch was geholt, habe ich gesehen. Ja. Antonio hast du geholt. Mit deinem Code. Flash. Die Additive, genau. Genau, das 1000 Kilometer vor dem Ölwechsel machst du das rein. Nach 800 Kilometer sollst du das hier, ist hier die Spülung. Die Flasche, genau. Und dann machst du das hier rein. Genau, ne? Aber da er jetzt nur 1000 Kilometer, also 60.000 Kilometer weg hat und alle 15.000 Kilometer einen Ölwechsel gekriegt hat, tue ich, glaube ich, nur die Additive rein. Ja. Andreas, der hat mich ja dann angerufen, weil der hat ja gesehen, dass du es bestellt hast. Bisschen mehr geschickt. Oh, das ist aber nett. Ja, hier. Antonia, spreche ich immer falsch aus. Für die Einspritzdüsen. Okay. Das sollst du nehmen. Das Ganze fällt bei deinem Auto weg, weil der ja eigentlich, ich sag mal, neu ist. 60.000, Baujahr 2021. 21 und alle 15.000 Kilometer Ölwechsel. Du kriegst einmal nach dem Ölwechsel einfach das hier. Die Additive, genau. Genau. Und danach in deinen Tank machen wir das hier rein. Das war's. Jo.
Mehr kriegst du nicht. Das kannst du jedes Mal machen. Ich glaube, 10.000 Kilometer. Also machen wir das ganze Spiel irgendwann bei deinem T6. Jo. Das heißt, so wird dein T6 dann sein. Jo. Ja? Die T6 hatten wir zusammen gewartet. Da hast du ja gesehen, was da für ein Dreck rauskam. Der Luftfilter war ja nicht gewechselt. Ja. Obwohl da halt alle 30.000 Kilometer bei VW waren. Ne? Also vier Inspektionen schon bekommen hat. Das war aber eine Katastrophe mit dem Auto. Wie viel verbraucht der denn? Also ich fahre jetzt ein bisschen sportlicher. 5,2, 5,3. Da bin ich mal gespannt, wenn du das mal nimmst, wie viel der danach verbraucht. Also da bin ich auch gespannt. Nagelneue Schraube, Ölablassschraube, genau. 19er Nuss, 30 Newtonmeter. Ölfilter hast du schon drin? Ölfilter habe ich schon drin. Genau. 24 Newtonmeter Ölfilter. Jetzt eine Frage, Abe. Hast du dafür ein Buch schon gekauft? Ja, habe ich. Und durchgelesen? Auch durchgelesen. Was soll ich sagen? Ist mein Bruder. Begleiten wir mal heute Ibi, soll er mal fertig machen, also haben wir viel zu tun. Also was ist ich, Leute, ihr seht, ich brauche einen Arzt. Wo finde ich jetzt einen Arzt um die Zeit hier? Der steht hier vor dir. Ja, dann guck doch mal hier. Hier, Finger, Zeh, Rücken. Ich bin voll invalide hier. Aber 25 Minuten, Alter. Tja, der Arzt gerade beschäftigt. Ging das nicht ohne Verlängerung, Alter? Geht auch. Nicht zweimal. Dann hast du viel mehr gemacht. Ich bin mir sicher, wenn du den jetzt auf 50 einstellst, wird er noch klicken. Einmal klicken nur. Zur Kenntnis genommen. Wir haben doch so schöne Leaks ab. Digga, du brauchst hier keine Leuchten. Wozu brauchst du hier Leuchten? Ich muss sehen, was ich tue. Ja. Aber du machst Ölwechsel. Er denkt, das ist gerade ein Patient, den er hier operieren muss, weißt du? Boah, der ist so schwer, aber du musst hier echt Nackenmuskulatur haben. Da ist ja ein Röhrchen drin, da wird jetzt wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen was rauskommen. Hm. Wow, oh, das schön. Sieht gut, aber gut aus. Ja, yeah. Sehr sauber. So, jetzt hört es natürlich gleich auf, weil da noch das Röhrchen drin ist. Der hat ja zwei Ablassschrauben, das weißt du, ne? Das Getriebe ist ja in der Mitte getrennt. Du musst praktisch hier auch nochmal, also praktisch hier läuft so eine Trennlinie. Das heißt, du lässt jetzt nur das Getriebe, Öl vom Getriebe ab. Mm. Und dann hast du nochmal Getriebe hier in der Mechatronik drin. Ja. Die Frage ist, musst du dann beides einzeln voll machen? Nein, bei beiden? Das pumpt beides dann halt gleich durch. Bei manchen Autos ist das ja nicht so. Ja. Aber der sieht gut aus. Ja. Das sieht sehr gut aus. Ich hätte jetzt mehr erwartet, dass es dunkler ist oder sonst irgendwas. Nee. So, das ist ja nur handfest, ne? Das sind ja 3 Newtonmeter. Genau. Röhrchen haben wir da. Genau, es gibt zwei Arten von Röhrchen. Einmal ein gefärbtes, den muss man 3 Umdrehungen rausdrehen und dann gibt es, also ein weißes, Entschuldigung, weißes. Ja, weißes und schwarzes. Genau, das, ja. Oder braunes oder wie das. Das ist hier, wo du nicht rausdrehen musst, ne? Genau. Aber jetzt werden eigentlich die Späne kommen, stimmt. Das haben wir ja vorher schon gemacht. Das ist ein braunes. So, jetzt kommt alles raus. Ne, in der Mechatronik wäre es interessant, ob du da Späne hast. Ja, aber ja. Da bin ich mal gleich gespannt, ob da Späne rauskommen oder nicht. Nein, gar nichts. Gar nichts, ja. Nur deine dreckigen Pfoten. Ja, guck mal, jetzt sieht er die Handschuhe aus, ne? So, jetzt holst du vom... Genau. Nicht sofort loslassen, weil das wird rüberschießen. Da ist noch mal fast 1, noch etwas Liter Öl drin. Ja. Also ein bisschen davor halten. Sonst versaut ihr euch das Ganze... Also praktisch so ein bisschen davor halten. Wie schön er das macht, ne? Hast viel gelernt, ne? Ja. Das läuft mir in den Arm rein. Dankeschön, Nonni. Jetzt ist raus. Ja. Also Ibi könnte sofort als Mechaniker arbeiten. Ich brauche nicht mal Design sein. Also ich würde mehr verdienen als Arzt. Wo sitzt der? Da. Hast du gesehen? Hier. Ja, kommst du da gut dran? Da kommst du gut dran eigentlich. Okay. 24er, ja. Weil ich kann dir heute nicht helfen, Abe. Aber Ibi? Ja? Ist das so die Hobby-Einstellung oder so? Das ist die Hobbit-Einstellung. Ja, wir hätten das ja auch mit unseren Twimbo-Spülen machen können. Der geht auch ungefähr so hoch. Ja. So, seht ihr das hier? Der ist... Also weiter verstecken konnten das die Ingenieure nicht. Nö, ich finde das gut.
Ja? Ja, ich finde das gut. Also es gibt... Ja, weißt du, was ich gut finde? Man muss nicht viel abbauen. Gib mir, ich dreh es mit der Hand raus. Ja, jetzt kannst du es mit der Hand rausdrehen. Kannst du es wieder in die Hobbit-Stellung bringen, Jonas? Ach, kommst du nicht dran, oder was? Nee, kann ich nicht. Ach, du Arme. Mach mal wieder Hobbit-Stellung. Mach mal die Hobbit-Stellung wieder. Ich sag Stopp. Also, immer noch. Kommt nicht mal zu Hause. Weiter. Okay. Also die Bühne ist jetzt so hoch. Also ihr müsst euch vorstellen, ungefähr die Hälfte von dieser Twinbush-Bühne. 1,20? Ja. Ja, und so ungefähr die Hälfte. Das ist so versteckt hier hinten. Ja, aber wenn man den Ölfilter rausholt, sollte man schon ein bisschen was in der Hand haben. Aber. So ein Lappen vielleicht. Wir pumpen jetzt die ganzen 6 Liter rein, schalten wir die Gänge alle durch, der Motor läuft die ganze Zeit dabei und dann 35 bis 45 Grad und dann einfach wieder auflassen, das was überflüssig ist, nur noch so vor sich hin dümpelt. Und dann Motor weiter laufen lassen, alles abschrauben, Schraube festmachen, 35 Newtonmeter, das war's dann. Genau. Oder reinpumpen, ne? Wir pumpen das rein, ja? Ja, ich meine nur später. So. Also das war's. Mit dem Getriebe und hier eine Riesensauerei. Ja. Zum Glück kriegt er natürlich. Bitte? Alle. Was? Der ist schon ein Neuwagen, weißt du ja, ne? Ja, das ist ein Neuwagen, richtig. Ja, du sprühst rum, als würde das ein Oldtimer sein. So. Deswegen, ich meine nur. Jetzt bitte nicht rauchen. Guck mal, wie das verdampft. Siehst du diese Dampfwolken? Ja. Das ist hochexplosiv jetzt. Und natürlich giftig. Und giftig. Aber ich mag den Duft. Gibt so einen geilen Rausch. Arzt. So Standheizung läuft hier. Das ist aber sehr leise, ne? Das ist ja mein altes Auto. Ja. Den du gekauft hast hier. Ja, habe ich. Echt, 280 Euro Standheizung ist schon geil. Also jetzt mittlerweile angenehm leise. Hier habe ich ja zum Beispiel bei meinem Audi habe ich eine Standheizung, originale. Und die ist genauso laut. Das ist Wahnsinn. Ich sage euch mal, was jetzt mit dem Golf war. Golf hat der hier gekauft. Hallo? Jonas, ich will den Golf unbedingt haben. Für meine Nichte. Dann hat er den gekauft. Dann hat er aber gesagt, oh, Jonas, wir wollen unsere alle Autos verkaufen. Wir wollen jetzt was anderes kaufen. Da habe ich gesagt, okay. Unser Timo hat ein Auto gesucht. Timo, was für ein Auto wolltest du kaufen? Und wie viel Geld wolltest du ausgeben? Golf 6 eigentlich als Erstwagen direkt. War schon so mein Traumauto. Und ja. 5000 Euro war Maximum. Ja, und was hast du für 5000 Euro gefunden? Fast nix. Hier haben wir nochmal zusätzlich so einen Schalldämpfer eingebaut. Und ich kann euch diesen Schalldämpfer nur empfehlen. Das Ding ist total leise geworden. Wir haben die Abdeckung noch hier, ne? Die Abdeckung musst du auch noch drauf machen. Ja. Das Gute dran, du arbeitest ja bei VW. Darum wolltest du ja auch unbedingt VW holen. Ja, oder und ein Audi. Du hast einen TSI geholt. Das ist sehr, sehr gut. Auch gut für deine Weiterbildung, weil... An einem TSI wirst du bestimmt öfters mal was zu tun haben. Bestimmt. Okay, bei dem haben wir jetzt echt alles gemacht. Aber es kann natürlich was kommen. Natürlich. Was du dann reparierst. Und dann weißt du immer selber, was du machen musst, wie das ist, wenn irgendwas kaputt ist. Und dann machst du es. Auf jeden Fall viel Spaß damit, ne? Dankeschön. Will ich auf jeden Fall haben. Das ist dein Luftfilter. Ist das immer noch der erste? Nein, ich habe noch bei 30.000. Also Leute, ich weiß nicht. Ich mag die Motoren ja nicht so. Warum? Ja, sag ich dir jetzt auch. Dingen gefällt mir nicht. Warum? Das ist alles in einem. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist euer Ladenluftkühler, das ist euer AGR-Kühler, das ist euer Ansaugbuchse. Alles in einem. Eieiei. Was heißt, Motortechnik ist ja sowieso gut. Ich meine halt nur, ne, das ist ja schon Euro 6 Plus, nennt man das, glaube ich. Ja. Das ist der echte Euro 6. Ne? Und desto höher die Eurozahl, desto verbauter ist das Ganze. Und hier seht ihr das schon, ne? Ja, ja, der hat ja extra Pumpe nur genau, für den hier. Genau. Damit er halt nicht in diesem Kreislauf ist. Ja. Weil sonst, ey, wenn wir jetzt hier 100 Grad Wassertemperatur hätten, hätten wir auch eine Ansauge von 100 Grad. Guck mal, ich will dir mal was zeigen. Hier siehst du das so ein bisschen. Ist das bedenklich? Oh, der ist ja. Den müssen wir bald tauschen, Alter. Echt? Bei 60.000. Oh ja. Alter. Und nie billig den Diesel getankt, ne? Ja, da siehst du mal, dass da nichts taugt. Hier, guck mal, der wird auch undicht. Mhm. Alle, der ist auch schon um dich. Also treten habe ich den noch nie. Ja, also in deiner Stelle will ich hier mal was reinsprühen. Mhm. Ja, das muss man im Auge behalten, ne? Nicht, dass die Diesel undicht werden. Aber ja. Der riecht jetzt nicht nach Diesel oder so, ne? Nee, also so extrem glaube ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach 3 Jahren hier die Injektoren schon undicht sind, ne? Ja, die Garantie ist ja abgelaufen.
Er hatte noch keine 3 Jahre. Garantie abgelaufen, schon die ersten Anzeichen. So, leider, das hat nicht gepasst. Es gab 2 und der andere war nicht lieferbar. Der Wagen ist ja neu, ja. Und ich will den natürlich halt auch so lange wie möglich fahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, was du sagst. Weil du hast es ja selber gekauft, mein Code. Falls ihr sowas auch haben wollt, alles unten verlinkt. Hier, das machst du natürlich auch rein. In den Tank gleich, ne? Gleich in den Tank, ja. Rein, das ist gut für die Anspitzdüsen. Gut, genau. Wie viel Liter hast du jetzt reingemacht? 5 Liter, plus das Atonium. Gut, so, 6 Liter Öl, machen wir jetzt alles rein. 6 Liter Öl ist drin. Genau, jetzt kommt der Adapter drauf. Ja, ich glaube, das ist, ja, doch passt. Das ist das Geile. Ich finde das bei Tepco. So. Das Teil könnt ihr einfach so wieder, warte, könnt ihr so wieder rausziehen. Ja, da habt ihr so einen Schnellverschluss und dann einfach drauf. Dann hört ihr so ein Klacken. Zack. Und dann Ventil auf. Und jetzt kannst du eigentlich alles reinpumpen. So, ganze 6 Liter. Rauslaufen. Ja, werden wir sehen. Ah, 6 Liter sind drin. Jetzt brauchst du dein Diagnosegerät. Was denn? Haken. Ja. Natürlich Haken zumachen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn er jetzt aufbleibt, kann sein, dass er jetzt schon mal rausläuft. Das soll er ja nicht. Weil sobald der warm wird, wird er ja dementsprechend das Öl haben. Darum auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch zwischen 35 und 45 Grad sind. Und dann, was einfach zu viel ist, wird er rausschmeißen. Oder wenn er was brauchen sollte, werden wir nochmal zusätzlich draufklatschen. So einfach. Als höre ich irgendwas. Guck mal. Als wenn die undicht da wäre. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Als rieche ich Abgase. Bei 60.000, 3 Jahre alt. Wow. Ich höre ein Zischen. Ganz leicht. Ja. So, aber was sagst du? 26 Grad haben wir. 26 Grad? Genau. Ich schalte jetzt alle Gänge durch. So 15 Sekunden sagt man, dass man 15 Sekunden drin hat. Ja. 61.000. 3 Jahre alt. Noch nicht mal, der wird 3 Jahre. Im August. Der wird noch 3. August wird er 3 Jahre. Oh, Wahnsinn. Wir sind bei 33 Grad. Ja, ich würde sagen, so langsam können wir das hochmachen. Können wir das machen. Also, du drehst jetzt hier auf. Genau. Und jetzt warten wir, was alles runterläuft. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist viel rausgelaufen. Der ist ja auch nicht. So. Aber da ist links, genau. Jetzt einfach raus. Wenn wir jetzt natürlich den Motor ausmachen würden, würde das ganze Öl jetzt rauslaufen. Genau, weil jetzt haben wir ja einen Zyklus. Genau. Weil die Pumpe arbeitet ja drinnen. So, wie viele Newton kriegt der? 40 Newtonmeter. Damit haben wir, gell? 40 Newtonmeter anziehen und somit haben wir die ESG-Getriebe fertig. Fertig. Machst du noch Grundeinstellung? Nein. Marion. Ich mach jetzt einmal wieder Speicher. Wo hast du den Drehmomentschlüssel getan? Wie viel musst du denn machen? 14 Newton. Nimm 40, dann nimm den hier. So einfach kann DSG Ölwechsel sein. Das ist total einfach, braucht man keine Angst vor haben. Also ich habe immer das Gefühl, bei jedem Ölwechsel macht er das. So Leute, 40 Newton sind angelegt und wie ich vom Meister gelernt habe, nur einmal klicken. Ja. So, der zieht aber trotzdem auf. Man merkt, dass es Ramadan ist, weil heute ist Ibi ruhig. Ja, er fastet. Ja, der fastet, deswegen. Anstrengend. Aber Dabe, und wie hat er das gemacht? Ich meine, er ist echt gut gemacht. Haare schneiden kann er sehr, sehr gut. Wir können das ja mal zeigen hier. Also Leute, ich weiß nicht, ob ich das zeigen wollte, aber das machen wir. Glatzkopf-Fraktion. Alle am Glatze.
Haben wir so gemacht, einfach Bock gehabt. Ja. Wem steht das am besten jetzt? Jetzt, aber komm. Ey, bei Evi sieht es echt gut aus. Ich steht's gut aus. Ja. Bei Selma sieht es auch gut aus. Ne? Er ist ja der Schönling aus der Familie. Ja, jetzt kann ich es auch so lassen. Eigentlich wollte ich das nicht zeigen. Ja, also, falls ihr einen Friseur eures Vertrauens sucht, ich kann aber nur einen Haarschnitt. Aber den kann ich gut. In den AdBlue-Tank, ne? Nicht in den AdBlue, ne? Ganz, ganz wichtig. In den normalen Tank rein. Also AdBlue? Nein. Da rein. Da rein, in den normalen. Da rein. Nicht in AdBlue. Da rein. Immer noch normal. Also schütteln, 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 schütteln. Das kennt ihr ja. Single? Nee, nicht. So, so was. Jetzt ist da drin? Jetzt ist da drin. Das riecht wie Diesel. Wisch hat auch gewechselt. Innenraumfilter hast du auch gewechselt? Habe ich gewechselt, genau. Super, aber erstmal riesen Respekt, dass du das so gut machst. Dankeschön. Ne, muss ich sagen, und ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, meine Community wird das, feiert dich ja sowieso, Dankeschön. Weil du ein Arzt bist und das Ganze selber machst. Muss ich sagen, aber versprochen, wenn ich nächste Mal eine Anfrage bekomme, versprochen, nehme ich nur extra für dich an, okay? Dankeschön. Ich will auch kein Geld haben. Also wenn das einer sieht, ne, so, solche Lichter, ihr könnt mich anschreiben, nehme ich auch an. Extra für ihn. Hauptsache, er hat diese Starterbatterie im Kopf nicht. Also ich habe gestern eine Batterie ausgebaut vom SL. Ich glaube, die war sogar kleiner. Ehrlich. Aber ist doch geil. Du hast ja alles auf einmal. Das hält. Wie lange hält das? 3-4 Jahre? Na, Quatsch. So 8 Stunden hält das schon. Er versteht die Ironie nicht, aber egal. Blöd, Mann. Wie oft machst du das im Jahr bei deinem Fahrzeug? Also, weil du hast ja ein, zwei. Ölwechsel mache ich alle 15.000 Kilometer und diesen mit Luftfilter, Innenraumfilter, Dieselfilter, alles was ich gemacht habe, alle 30.000 Kilometer. ESG-Getriebeöl, wie oft machst du das? Also da bleibe ich schon bei 60.000 Kilometer. Bei 60.000? Ja, ja. Ja, also man kennt sein Auto, man weiß, was dran ist und wenn ich es mache, du weißt ja, pingelig, ich lege sogar Gummimatten drauf. Ja, ja, der ist pingelig, wenn es um sein Auto geht, aber nicht über meine Werkzeuge. Stimmt doch gar nicht. Egal, aber das ist ja normal. Gut. Abel, Dankeschön. Ich danke und dir ja, für deine Hilfe. Ich hoffe, dass. Nein, nicht so lange. Rechnung schicke ich dir noch. Gut. Okay. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleib gesund. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao.